Willkommen zurück zu Let's Play Sternschweif. Beim letzten Mal sind wir Ehrenbürger Lowangens geworden, obwohl ich mich ein wenig verzettelt hatte. Und, ja, ich werde jetzt mehr auf einen kleinen Trick zurückgreifen, weil wir den Hauptquest momentan nicht weiterverfolgen können, da wir den Salamanderstein in die Stadt durch den Geheimgang in die Stadt geschmuggelt haben. Dementsprechend werde ich jetzt Xania einmal mit dem Salamanderstein durch den Geheimgang schicken und durch den Vordereingang wieder Lowang betreten lassen. Damit etwas passiert, was ich euch gerne zeigen würde. Also, dann werde ich mal die Gruppe trennen. So, Xania setzt sich mal kurz ab und sprintet Richtung Geheimgang. Schauen. Jo, das dürfte passen. Und wir gehen nach Süden. Ach nee, Quatsch. Ist ja falsch. So, weitergehen. Dennoch weitergehen. Wir haben wohl keine andere Wahl. Und wir sind in Lowang angekommen. Und Neugierige umringen uns mal wieder. Ihr müsst die Helden sein, die Antaron hierher geleitet haben. Ich bin Gavron, sein Bruder. Hallo Gavron. Ihr habt Antaron nicht zufällig noch einmal getroffen? Er ist schon wieder verschwunden. Nein, haben wir nicht. Verschwinde, Gavron. Ja, nachdem ihr wahrheitsgemäß verneint habt, verschwindet Gavron durch eure Mitte in der Menge. Und mit ihm der Salamanderstein. Ho, 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 welch eine Überraschung. So. Also, der Salamanderstein wurde uns eben auf ziemlich dreiste Weise gestohlen. Und jetzt gilt es, das gute Stück wieder zu beschaffen. Kysira. Moment mal, weiß die vielleicht was über Gavron? Über Vendaria von Egelbronn? Wohnt gleich um die Ecke. Die Frau passt gar nicht in dieses Viertel. Viel zu nobel gekleidet, zahlt immer gut. Ah ja, Ingramosch zufällig auch noch? Ne, kennt sie nicht. Na gut. Hier irgendwo soll Vendaria sogar wohnen. So, die Gruppe ist ja vereint. Da hatte ich doch ja schon mit diversen Leuten gesprochen, die sie alle nicht kannten. Gleich um die Ecke, dann können wir eigentlich ja mal die Häuser hier ausprobieren. Sieh da, da ist sie ja, Vendaria Egelbronn. Eine blonde Frau öffnet euch. Als sie euch erblickt, schickt sie die Tür sofort wieder zu. Oh. Dann wollen wir mal versuchen, gewaltsam in das Haus einzudringen. Neria und Rondran versuchen, die massive Tür aufzubrechen, indem sie sich dagegen werfen. Nach ein paar Anläufen klappt es schließlich und die beiden fallen mit der Tür krachend ins Haus. Ein paar Gestalten, die an einem Tisch gesessen haben, sind aufgesprungen und haben sich Messer, Säbel oder was sie sonst noch in der Eile erreichen konnten, gegriffen, um sich euch entgegenzustellen.
und wir haben einen kleinen Kampf vor uns mit diversen Elfen, die gefährlich sein dürften. Von daher werden wir die mal zuerst ausschalten. Ja, das ist doch schon mal ein netter Einstand. Sanya wird mal einen davonjagen. Jawohl. So, jetzt vielleicht noch einmal treffen, ist der erste schon woanders, noch nicht ganz, aber. Chaige darf ihm den Rest geben. Jawohl. So, dann wird Mireille mal ihren Elfenbruder hier blenden. Ja. Und Neria setzt sich mal ein bisschen hier von dem Krieger ab. So, ich eigentlich ja blockt. Und Sanya verjagt noch einen der Streuner. Jawohl. Und Rondran stürzt sich auf den letzten verbliebenen Elf. Oh, der ist auch schon hinüber. Hervorragend. Ja, ich glaube, dann können wir auch schon zu einem Computerkampf übergehen, oder? Ja. Ach, was soll's, machen wir noch so den Kampf. Wir halten ja alle nicht so richtig viel aus. Okay, dann können wir jetzt auf Computerkampf schalten, das war's. So, da finden wir jede Menge Waffen. Das ist doch schon mal sehr schön. Wenn wir uns die mal alle schnappen. Und 50 Dukaten und das Gebäude durchsuchen und Edelsteine. Proviantpakete, sehr wertvoll hier. Drei starke Heiltränke, einen silbernen Ring und den Salamanderstein. Das ist doch mal fette Beute. Und wir hauen mal lieber ab. So, jetzt sind wir schon wieder so schwer beladen mit Waffen. Und ich habe so leichte Sorge, dass wir nochmal von Gardisten angehalten werden. Von daher werde ich mal speichern. Lowangen 4. So, weil die Sache ist nämlich die, wir werden gleich die Sachen veräußern. Das ist allerdings hier meines Wissens eine Fälschung. Das ist nicht der richtige Salamanderstein. Den richtigen Salamanderstein finden wir nur, indem wir irgendwie Gavron wieder auftreiben oder seine Spur verfolgen. Ich möchte euch allerdings noch einmal etwas zeigen, weil irgendwie hat Dragan Esht uns eine wichtige Antwort damals unterschlagen.
Ich bin mal so frei und kehre mal zu einem älteren Spielstand zurück. Genau, und zeige euch nochmal kurz eine wichtige Antwort, wenn wir Dragan zu dem Salamanderstein befragen. Da erfahren wir jede Menge Hintergründe. Hier ist er, und Salamanderstein. Ich wüsste so einiges, was euch weiterhelfen könnte, aber da müsstet ihr mir schon eine Gefälligkeit erweisen. Ja, und dann bringen wir den Salter nochmal zu ihm. Also das haben wir ja schon erfüllt. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Achso, den Transversalis können wir hier leider nicht benutzen, dann müssen wir doch gehen. Hier wohnt er. Dragan schickt uns. Es ist wichtig für uns. Hä? Okay. Dragan schickt uns. Es ist wichtig für uns. Hä? Wie klappt das denn jetzt nicht? Was weiß ich. Hä? Verstehe ich nicht. Achso, es kommt irgendwie auf die. Irgendwie eine Probe wird wahrscheinlich gewürfelt. Wir erklären uns ihm die missliche Lage und der Windsalter begleitet uns. Salamanderstein, habe von dieser Sache schon gehört. Wo der Namenlose, aha, seine Finger im Spiel hat, halte ich mich jedenfalls lieber raus. Ich will mir auch keineswegs den Mund verbrennen, aber ihr solltet euch vielleicht mal im Orkentod umhören. Dort ist die Clique um Gavron und Siebenquell des Öfteren zu finden. Und es sollte mich wundern, wenn die nicht mehr sagen können. Also, es scheinen irgendwelche Diener des Namenlosen, also des aventurischen Teufels zu sein. Und das sind ziemlich gefährliche Widersacher. Und Siebenquell, der hat auch noch irgendwas damit zu tun. So, dann habt Dank, Dragan, und dann laden wir jetzt nochmal nonchalant den weit fortgeschrittenen Spielstand. Genau. Also, die Orkentod. Also, erstmal machen wir hier unsere... Oh, das Magistratsdokument gibt 15 Dukaten, du liebes bisschen. Und die Edelsteine, 30 Dukaten, ist ja herrlich. Und die Proviantpakete geben auch richtig Geld, das ist ja ein Traum.
Soxania, 16%, 250 schlappe Dukaten. Ist ja wunderbar. So, dann machen wir noch mal kurz. Das Bastardschwert untersuchen, das wir gefunden haben. Dachte ich zumindest, dass wir eins gefunden hätten. Tutsackmesser, ach so. Weil so häufig findet man keine Tutsackmesser. Und da schauen wir mal. Das ist nicht magisch, das ist schade. Diese Fälschung hier untersuchen. Magisch auf alle Fälle, aber nichts weiter zu erkennen. Na gut. Dann wollen wir noch mal versuchen, ob wir uns zum Waffenhändler durchschlagen können. Ich bin mal so frech und speichere mal wieder. Kleiner Junge, ja, weiß ich. Schön. Krieg ein bisschen Geld. Oh, wir haben es jetzt ja wieder. Also wenn mich nicht alles täuscht, könnte man sogar die Ehrenbürger-Urkunden verkaufen und dann wieder beispielsweise die Waffen spenden. Aber das erscheint mir doch etwas... abwegig. So. Schaffen wir es? Jawohl. So, dann kommen sie weg, die Rapiers hier oder Rapiere. Und Schwert und Säbel. Und das war's. Ach nee. Noch ein Tutsackmesser. So. Dankeschön. 30%. Hervorragend. So, ich würde ja eigentlich ganz gerne nochmal Plattenzeug kaufen. Zweimal. Gab's es nicht sogar hier? Nee, okay. Und wie hieß nochmal der Tipp, den wir bekommen haben? Falker Duberwien, glaube ich, war das, ne? Konnte man bei dem nicht bessere Rüstung kaufen? Das wäre doch an sich nochmal eine Überlegung wert. Schließlich haben wir jetzt ja mehr als genug Geld, aber wo war der denn nochmal? Irgendwie habe ich mich hier tatsächlich etwas verzettelt in Lovang, aber gut. Das kann ja mal vorkommen. So, ich glaube da hier irgendwie an der Mauer. Hier ist ein Schmied. Ne, hier war das nicht. Hier auch nicht. Ein umgefallener Sack Reis. Dankeschön. Die Stadt geht zugrunde, aber wir haben auf jeden Fall genug Reis.
Niemand reagiert auf unser Klopfen. Warum denn nicht? Ja, dann eben nicht. So, also der Orkentod. Der Orkentod. Den, also das ist eine Kneipe oder so. Den müssen wir auftreiben. Den müssen wir finden. Sehen, haben wir das irgendwie schon? Ja, da unten ist es ja tatsächlich. Da waren wir eben noch schon. Mensch. Und ich würde ganz gerne hier nochmal die Markthalle besuchen. Die Markthalle, die ziemlich klein geraten ist. So ein normales Haus. Durch einen offenen, breiten Torbogen betretet ihr die Markthalle. Ein fauliger Geruch steigt euch in die Nase. Von Marktständen ist nichts zu sehen. Aber in den Ecken sind Strohsäcke aufgeschichtet, auf denen mehrere Gestalten in zerlumpter Kleidung herumlungern. Als man euch bemerkt, kommt Bewegung in den Haufen. Wollt ihr kehrt machen oder abwarten? Abwarten. Im Nu seid ihr von den zwielichten Gestalten umringt. Sie bedrängen euch mit Betteleien nach Essen und Geld und beginnt schon an euren Beuteln herumzufingern. Wollt ihr ihnen etwas geben, versuchen das Gesindel abzuwimmeln. Plötzlich kommen ein paar Messer zum Vorschein. Upsi. Und es ist ein ganzer Haufen Bettler hier, den wir noch ein bisschen aufmischen werden. Ich glaube, Mireille wird sich mal ein bisschen zurückziehen. Wir wollen euch doch hier nicht alle abschlachten, ihr Bettler. Ruft Ron dran. Bei den Zwölfen. Haltet ein. Aber die Bettler reagieren nicht. Doch da, als einer der Bettler zusammenbricht, fahren die Gestalten auseinander und fliehen zu ihren Strohsäcken. Am besten lasst ihr sie laufen. Achso, Gegenstände, können wir nicht gebrauchen. Und ein Heller erbeutet, toll. Als einer der Bettler blutend zusammenbricht, fahren die Gestalten auseinander und verkriechen sich in den Strohsäcken. Ihr seht zu, dass ihr wieder nach draußen kommt. Na, das war ja ein interessanter Besuch in der Markthalle. So, einmal kurz in den Fex-Tempel, oder auch nicht. Ja. So. Also, auf kleinen Umweg, über einen kleinen Umweg nähern wir uns doch tatsächlich nochmal dem Waffenhändler. Weil ich nämlich vergessen hatte, Pfeile zu kaufen. Und, ach ja, eine zweite Waffe für Chialgir wäre auch nicht so schlecht, ne? Ja, nochmal lieber zur Sicherheit. Schließlich zerbricht ihm durchaus mal eine Waffe. Ja, schlau, dann kaufen wir. Kaufen wir jetzt gleich wieder einen Säbel, oder was? Ich bin doch auch ein Trottel. Na gut, wir haben jetzt ja genug Geld, ist egal. So. Gut. Pfeile satt.
Und nun auf in den Orkentod. Da ist er. Ich speichere hier lieber nochmal. Uhr und wir haben 12 Uhr. Dann werden wir nochmal kurz hier lagern. Das sind die Hardcore-Trinker, die direkt vor der Wirtschaft herumlungern. Und Mirelle meditiert mal ganz... Achso, nee, Xania meditiert mal ganz unauffällig direkt vor der Wirtschaft. Und mümmelt im Gegenzug ein bisschen Wirselkraut. Gut. So, jetzt aber. Da ist er. Eine bekannte Gestalt steckt kurz den Kopf durch die Tür und entdeckt euch und verschwindet sofort wieder draußen, ohne die Kneipe betreten zu haben. War das nicht eben Gavron? Gavron hinterher. Ihr seht Gavron gerade noch um in die Ecke verschwinden. Wollt ihr versuchen, Gavron einzuholen? Oder wollt ihr ihn vorsichtig verfolgen? Xania hat den Anschluss verloren und bleibt zurück. Mirelle hat den Anschluss verloren und bleibt zurück. Abosch hat den Anschluss verloren und bleibt zurück. Plötzlich legt Gavron schnellere Schritte ein. Wollt ihr ihn vorsichtig verfolgen? Gavron ist flink wie ein Wiesel. Ihr habt Schwierigkeiten, ihn nicht zu verlieren. Immer noch. Nachdem er sich mehrfach umgeschaut hat, ohne euch zu entdecken, verschwindet Gavron in einem Haus. Okay. Dann wollen wir doch hier mal reinstürmen, nachdem wir die Gruppe wieder vereinigt haben. So. So, da haben wir alle wieder zusammen. Wunderbar. Und dann bauen wir uns den. Das ist ja nicht nur ein Lümmel, sondern das ist ja ein. Ja, weiß nicht, ein Verbündeter des namenlosen Gefolges, also schon ein handfester Schurke. Dann wollen wir uns die mal vorknöpfen. Aelian Siebenquell. Ah ja, Siebenquell haben wir ja auch schon mal gehört. Er soll mit denen in deiner Decke stecken. Ja, was ist? Wir kommen, den Salamanderstein zu holen. Was für ein Salamanderstein? So nicht, Schurke. Her mit dem Stein oder du fährst zu Boron. Ein Moment zögert Aelian, dann wendet er sich abrupt um und flieht in sein Haus hinein. Wollt ihr ihm folgen? Ja. Kill the elves first gilt auch in diesem Kampf. So, derweil wird sich Abosch mal hier Herrn Siebenquell vorknöpfen. So, Xania droht dem Elf mit einer Faust und schreit. Jawohl. Zack.
Ach Mist. Ich glaube, ich habe beschossen gerade. So, da ist der Elf hinüber. Und Herr Silberquell kämpft bis zum bitteren Ende, wie es scheint. Und da vergeht Herr Silberquell. So, dann können wir hier seinen letzten Schergen auch im Computerkampf erledigen. Die Sache ist die, wenn man sich hier abwimmeln lässt an der Tür und dann nochmal zurückkehrt, dann folgt hier ein saftigerer Kampf. So, Langbogenschwerter. Ach, die könnt ihr behalten. Ah, ein Silberhelm und einen goldenen Schild. Das ist doch mal nett. Und eine Orknase. Schön, dass ich mir gerade noch einen Säbel gekauft habe. Und ein Rondrakamm. Und ein Schuppenpanzer. Und Kettenhemden. Ich bin ja völlig hin und weg. Und Plattenzeug. Hurra. Na gut, dass es das nicht gab. So, dann wollen wir mal... Ja, wieder... Zwei Schuppenpanzer. Ein Kettenhemd. Eisenschilde auch noch. Oh, was du liebes bisschen. Ein Salamanderstein. Drei starke Heiltränke. Pff, drei Zweihänder. Wer soll das denn alles? Ja, das... Ach, ich... Wir wollen ein bisschen bescheidener sein. Ich glaube, wir brauchen das alles gar nicht, oder? Ja, das reicht hier erstmal. So. Also. Erstmal kriege ich... Ich heige hier... Plattenzeug, dass er wieder frohgemut umschnallt. Und Arbor schaut auch wieder einen Schuppenpanzer an. Ja, wunderbar. Woran schleppt denn hier Chalgia so schwer? So, ein goldener Schild. Den schnappt sich mal Abosch. Und einen silbernen Helm. Den könnte Xania anlegen. Allerdings möchte sie gerne unbeschwert sein von Eisen und freies Sichtfeld haben, auch weiterhin. Was sei ihr gegönnt. Und Jaiger möchte dann den Silberhelm haben. Wenn aber schon den goldenen Schild kriegt, möchte auch eine tolle neue Rüstung haben. So, das war's. Jetzt haben wir zwei Salamandersteine. Und sind hier, glaube ich, auch soweit fertig in Lowang. Werden hier nochmal kurz... Kettenhemden und so ein Kram verkaufen. Und dann können wir aufbrechen. Und dann machen wir im nächsten Video weiter.